Also die Geheimnisse Schumanns sind seine Übergänge. Das ist der Übergang vom Studenten, vom Rüpel zum großen Komponisten und zum Gefährten von Clara. Diese Frau, die stärker war als er, war seine Rivalin. Und so habe ich es immer verstanden. Er hat es nur schwer ertragen, aber beide haben sich von Herzen geliebt. Seine Romantik ist nicht die Ritterromantik, ganz wenig. Es ist häufig eine Naturromantik, aber es ist auch eine dämonisch-märchenhafte.